Modul Nummer 7, strategisch denken und handeln. Hier geht es darum, nachhaltig erfolgreich zu sein. Im Dissertationsprojekt hat man gemerkt, dass es einen großen Unterschied gemacht hat für diejenigen, die gelernt hatten, strategisch zu denken, zu handeln und ihre eigene Karriere auch dementsprechend nach vorne zu bringen. Unabhängig davon, es geht um ein strategisches Mindset-Coaching, das besonders wichtig ist für die strategische Karriereplanung. Hier heißt es, Sachen wie Stakeholder-Management, Allianzen gründen, Netzwerke, wer sollte in meinem Netzwerk sein, wer hat einen Vorteil davon, wenn er mich unterstützt, wenn sie mich unterstützt, wie erkenne ich, wer für mich wichtig ist, wen möchte ich einbinden, wen muss ich abholen. Es gibt viele Methoden hier, auch diese RACI-Matrix, die sicherlich einige von euch kennen werden. Man kann natürlich auch mit Gantt-Chart arbeiten, um einen Überblick zu haben. Es gibt viele Methoden auf diesem Gebiet. Wichtig ist, dass wir das langfristige Denken üben. Interessant ist, hier auch nochmal zu schauen, was bedeutet es, nachhaltig erfolgreich zu sein? Was bedeutet es für mich? Was bedeutet es für mein Unternehmen? Was bedeutet es für andere? Hier gehört auch dazu, dass ich ein Gespür dafür haben muss, welche Machtdynamiken gibt es? Wie kann ich sie erkennen? Wie kann ich sie für mich nutzen? Wie kann ich auch andere in den Prozess mit einbinden, dass sie mich unterstützen möchten, meine Ideen, meine Argumentation? Wie können wir andere, wir als Team, andere für uns gewinnen? Wichtig ist, wir schauen uns auch anhand einer Präsentation an, die heißt 7 Schritte, um Ziele erfolgreich zu erreichen. Hier gucken wir uns nochmal an, welche Schritte benötigt es, damit wir erfolgreich die Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und vor allem, wie können wir sie mit Ausdauer und Gelassenheit erreichen. In diesem Modul schauen wir einmal an, wie ticke ich, wie ticken andere, was nützt mir dieses Wissen und wie kann ich andere mitnehmen, begeistern, auch ein Stück weit, damit sie mich und das Projekt unterstützen. Strategisches Mindset ist deswegen wichtig, weil wir in eine Zukunft schauen, in der wir unsere Ziele erreicht haben, in der es uns Freude bereitet, mit anderen zusammenzuarbeiten und anderen zu zeigen, wie es uns gelungen ist, einzeln und als Team, als Unternehmen, unsere Ziele umzusetzen. Ich freue mich auf euch und auf dieses Modul.